kommen wir hier bei diesem herrlichen Wetter zum Unboxing. Okay, liebe Artjagger, ich bin zu blöd fürs Unboxing. Also, ich muss sagen, Gewicht, an Gewicht mangelt es nicht. Was mir auffällt, sie riecht gut. So, was haben wir drin? Ein bisschen Pappe, ein Kaltgerätekabel, ist also schon mitgeliefert, aber meistens so. Mit dem Karton, weg. Und hier ist nun die erste Pronomic PR-Box. Und wie die so klingt und wie gut die so ist, das schauen wir uns mal im nächsten Clip an. Willkommen zum jetzigen, also zum richtigen Testen-Check. Es geht um die Pronomic Pre-12A oder Pre-122A. Es gibt die auch in 15 Zoll, also 122 12 oder 12A. Heißt, dass sie einen 12 Zoll Woofer hat und ein 3/4 Zoll Hochtonhorn. Es gibt sie auch in 12 Zoll, also ein 12 Zoll und auch ein 3/4 Zoll Horn. Ich sag zur Box natürlich auch Vor- und Nachteile. Die Box ist nicht für den Profibereich. Für Einsteiger sehr, sehr gut und wird auch nicht mehr nach HPA. Das sage ich nochmal ganz, ganz deutlich. Es wird nur ein Jahr, werde ich die nehmen, als Ersatz, da meine richtige PA in den Arsch gegangen ist. Da ich das Geld für eine neue, schöne JBL-Anlage oder Mackie oder HK Audio, was mein größter Wunsch ist, nicht habe und erst eine Ausbildung kriege, müssen es erstmal die hergeben, ja. Also jetzt nicht denken, das sind meine Perma-Boxen. Nein, die sind für Einsteiger und nur zum Übergang. Und danach kriegt die mein Kumpel. Das Stück kostet bei Musikhaus Kehlschein, das ist die Pronomic, ist die Hausfirma vom Musikhaus Kehlschein, kostet 189 Euro den 12-Zeller und ja, dann drehen wir sie, also einmal ist sie mit einem Schutulang überzogen, der natürlich für diese Preisklasse nicht gerade dick aufgetragen ist. Das kann man auch an manchen Stellen sogar schon sehen. Aber trotzdem hält das schon ein bisschen was aus, bringt wenigstens etwas. Wir haben vorne Akustik schon, dahinter ein hinterlegtes Gitter und wie die Box, ja wie die von ohne Frontabdeckung aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, liebe Ertika, habe jetzt mal für euch die Pronomic Pre 12A aufgemacht. Hier unten liegt das Schutzgitter mit Akustikschaum. Wir können mal ganz kurz drauf gucken. Bitte macht das zu Hause nicht nach. Ihr werdet eure Garantieansprüche verlieren. Jedoch merken wir es bei Musikhaus Kehlschein nicht, da sie keine Aufkleber auf den Schrauben machen. So, hier unten haben wir den 12 Zoll Tieftöner, Mitteltieftöner. Und hier oben haben wir die beiden Bassreflex-Austrittslöcher und ein sehr groß ausgefallenes Horn, wie ich finde, und ich habe auch mal hingeguckt, also das Modul rausgenommen, es ist kein Pizza-Horn, das finde ich sehr, sehr gut. Für die Preisklasse, ja, gut, das finde ich halt ein bisschen scheiße hier, sowas rausgebrochen, das ist echt billig, aber die Boxen sind nur zu Übergang, weil ich nicht so viel Geld hatte und meine alte gerade kaputt gegangen ist, und die schenke ich dann schon wieder Toni, der freut sich jetzt schon drauf. Und ja, das Modul sehen wir am Abend wahrscheinlich schon gesehen und ja, so sieht die aufgeschraubt aus. Bis dann. Ja, willkommen zurück. Das Video war gerade eben mal von einem anderen Tag, deswegen auch ein bisschen andere Umstände. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Clip und dann schauen wir uns mal das Endstufenmodul an. So sieht das Modul der Pronomic Pre 122A aus. Ja, es ist nicht nur XLR und Kaltgeräte, also es ist auch ein kleiner eingebauter Mischer drin, ne? Wir haben den ersten Kanal Mikro natürlich auch per XLR reingehen können. Das hat das Schöne am Mikroeingang. Wir haben einmal XLR und Klinke. Die konnten sich jetzt, sage ich mal, keine Kombibuchse leisten. Völlig in Ordnung. Wir haben aber deswegen beides ausgefüllt. Wir können natürlich einmal XLR reinstecken. Kein Problem. Können wir durch ein Mikro labern und tätere. Wir können aber auch Klinke nutzen. Es ist also völlig egal, was wir von beiden nutzen. Es geht natürlich beides. Im zweiten Kanal, da haben wir einmal Cinch RCA, wenn ihr direkt keinen Mischer habt oder einfach mal einen MP3-Player anschließen wollt, auch kein Problem. Und natürlich wieder unseren schicken XLR und für jeden Kanal ein Lautstärke-Poti. Das ist einmal der Poti für den Mikrofoneingang, der Poti für den Line-Eingang, sprich XLR und Linke, XLR und Cinch. Dann hat das Cedar Master. Finde ich. Ah ne, hier Volumenlevel, okay, haben sie markiert, aber ich finde, hätte ich mal als Master oder Main
bezeichnen sollen, aber ist jetzt kein großes Manko. Dann haben wir natürlich einen, noch einen Ausgang, der befindet sich hier unten, einmal XLR und einmal in Klinke ausgeführt, damit wir zu weiteren Boxen oder zu weiteren Systemen weiterschleifen können. Und ja, natürlich auch wieder einmal in XLR und einmal in Klinke. Ich empfehle euch wegen XLR immer neue Tricks zu benutzen, nur mal so nebenbei. Okay, was haben wir noch? Ganz einfach, wir haben noch einen Travel-Regler, der ist für die Höhen, der sollte immer eigentlich so, ja, in der Mitte liegen. Das ist dann so die beste Einstellung. Ja genau, also für die Höhen und einmal einen Bassregler für, natürlich für den Bass, für die Tiefen. Eine Power-LED zeigt an, ob Strom vorhanden ist und ob das Gerät eingeschaltet ist. Und wir haben einen Clip. Und das finde ich bei dieser Preisklasse wirklich sehr, sehr geil. Wir haben einen Limiter eingebaut. Und das finde ich, ja, für die Preisklasse schon ziemlich beachtlich. Beachtlich, hahaha. So, was haben wir noch beim ganzen Endstufenmodul? Einmal einen großen Kühlkörper. Somit fallen schon mal auffällige Lüftergeräusche weg. Und der wird auch gut warm. Also ich habe die einmal wirklich auf fast auf Volllast betrieben, um die mal wirklich so durchzutesten für euch und zu gucken, was die wirklich bringt. Gehäuse war auch schon ein bisschen dann vibriert. Gedämmt ist sie, ich habe auch mal reingeschaut. Und ja, also hier der große Kühlkörper wird auch gut warm, wenn sie auf vollem Betrieb ist. Ein Ausschalter, der Kackgeräteeingang mit einer Feinsicherung. 3,15 Ampere. Okay, 3,15 Ampere. Und die Box verbraucht meines Wissens nach, ich glaube maximal 350 Watt, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 350 Watt oder so, genau, verbraucht die maximal. Steht jetzt hier gar nicht drauf. Genau, hier. 350 Watt maximal. Und dann können wir noch von 230 auf 115 Volt umschalten. Sollten wir aber auf jeden Fall auf 230 Volt lassen, wenn da 115er Einschaltung die auf unseren, in Deutschland bei uns reinsteckt und die am Rauchen ist, dann braucht ihr euch nicht wundern. Wobei ich denke mal, da wird ein Schutz drin sein. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Was die Box auch noch hat, wenn wir sie ein Stückchen drehen, dann werden wir es genauer herausfinden. Wir haben Flugschienen. Für diese Preisklasse leider aus Plastik ausgeführt, aber auch sehr widerschön. Oder ist das über Plastik? Ich weiß gar nicht. Doch, es ist Plastik. Aber aus Hartplastik. Also man kann halt für den Preis nicht viel erwarten. Aber für den Preis ist es schon eine gute Box. Gummifüßchen haben wir überall hier dran. Das ist jetzt übrigens die Schräge, wenn sie im Monitorbereich liegt. Wenn sie im Monitorbereich liegt. Im Monitorbereich, in der Monitorstellung, ja. Werde ich mal hier oben geschwind ein Bild einblenden, wie das aussieht, werde ich auch im Zimmer mal ein Foto machen. Wenn wir sie drehen, das ist die eine Seite, haben wir hier auch noch eine Flugschiene. Oder? Ja, genau, also wir haben hinten eine und an den Seiten. Und ja, genau, das war's eigentlich. Und natürlich ein 3,56 Millimeter Flansch und oben haben wir noch einen Griff und den ja, werde ich auch mal ein Bild hier oben ein, wie das aussieht. Was ich egal, zum Fazit kommen wir jetzt in extra Fenster. So, das Fazit. Ob diese Box empfehlenswert ist oder nicht, ist ja immer so eine Sache von Leute zu Leuten. Das kommt jetzt, denke ich mal, mir klar. Und Toni, jetzt gib es auf den Sack, dass du mal zu spät kommst. So, nochmal rum. Nein. Also ich sag mal gleich, für die, die halt ein wirklich kleines Budget haben, was weiß ich, als Beispiel, nur als Beispiel, wird niemand zu nahe treten, zum Beispiel Hartz 8 Empfänger, Hartz 4. Nein, wirklich preiswert, dafür kommt natürlich auch was geliefert, natürlich für diesen Preis sehr gut, aber natürlich auf keinen Fall mit einem Profi-Produkt zu vergleichen. Empfehlenswert sage ich zu 85%, ganze 10% fallen wegen dem Gewicht weg. Sie ist auch recht schwer mit 21 Kilo und das ist ein großer Minuspunkt und was ich auch noch einen Minuspunkt finde, die 5% ist der Griff. Also der Griff ist gut gemacht, auf jeden Fall. Ich finde nur scheiße, wirklich scheiße, dass er nur hier oben ist. Und somit lässt sich die ziemlich schlecht hin, wenn man die jetzt so quer trägt, dann muss man die im Flansch und in den Griff tragen. Wäre sehr blöd. Hätte ich mir die echt gewünscht, dass sie die Griffe hier an Seite gepackt hätten. Das wäre viel, viel einfacher gewesen. Vielleicht, wenn die Garantie da gefällt, brauche ich mal noch welche ein. Keine Ahnung. Ach, hier ist er bei meinem Toni. Egal, habe ich sowieso schon HK-Audio-Boxen. Ja, wie gesagt, ich kaufe mir HK-Audio-Boxen, also keine Sorge. Genau, also, wie gesagt, 85% empfehlenswert. Was diese Box im Preis auszeichnet, also positiv, ich will nicht vom Negativen reden, positiv ist auf jeden Fall, dass sie ein Limiter hat. Für diese Preislasse eigentlich ungewohnt, aber ja, sie hat einen Limiter. Der ist auch bei Volllast, kurz vor Volllast auch nicht angesprochen, aber ich ein bisschen organisiert, dann ist er wirklich angesprungen. So, ja, was ich blöd finde ist, also nochmal zum Minuspunkt, vielleicht sieht man das hier, das ist hier, also alles gerade und hier eine Welle und dann ist wieder gerade. Keine Ahnung. Egal.
Ja, positiv finde ich auf jeden Fall das Endstufenmodul. Das kann ich mal so schlecht verarbeitet. Das ist nicht hier jetzt einfach nur Plastik, es ist Gummi. Also ist jetzt hier nicht so das Allerschlechteste, kann man jetzt nicht sagen. Klar steht der Made in China drauf, aber alle, auch Behringer macht Made in China, das ist einfach nur, damit man halt einen schönen Preis bekommt. Und Minuspunkt ist auch noch halt das Plastikflugschienen. Aber was heißt, ist auch nicht wirklich mit Minuspunkt, kann man bei dem Preis einfach nicht erwarten. Pluspunkt ist auf jeden Fall der Sound. Wir kommen zum Sound, eigentlich das Wichtigste an diesem Lautsprecher, ich völlig aus dem Vorgelaufen. Der Sound ist für diesen Preis wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sie macht sowohl im tiefen Bereich, obwohl es nur ein Zweiteller ist, mächtig Druck, aber auch der Hochtoner geht ziemlich einfach ans Werk. Achso, weil hier Pronomic steht und weil euch die Firma ziemlich unbekannt ist, werde ich hier oben einen Button verlinken zu einem Kanal, der auch einen Test und Check zu einer Pronomic-Anlage macht. Das ist aber ein 2.1-System von Pronomic, was auch schon ein bisschen professionell für 600 Euro, glaube ich, genau. Ja. Mehr ist nicht zu sagen. Ihr habt ja gesehen, wie die verarbeitet ist, als ich dieses Mal ohne Abdeckung gezeigt habe. Also das Horn ist jetzt auch kein Pizzo, habe ich auch drin geguckt, als ich mal aufgeschraubt hatte, um mal zu schauen, wie gut die verarbeitet ist. Es ist wirklich ein ziemlich großes Horn und ja, bin begeistert. Also für den Preis kann man wirklich nicht meckern. Und Toni freut sich jetzt schon, dass er die kriegt, wenn ich meine Karaoke-Boxen habe. Und ja, das war's. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Den einen oder anderen wird das Video vielleicht ein bisschen zu langweilig gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, über solche preiswerten Dinge sollte man noch schon ein bisschen ausführlicher sprechen. Okay, es ist doch jetzt ziemlich warm, wenn wir die Lampen ausmachen. Und vielen Dank und practice and enjoy.